Hi, da es schon länger nicht mehr ein EMP-Haul auf meinem Kanal gab, ja, muss ich wirklich so sagen, und ich aber über die letzten Monate, wirklich fast schon ein halbes Jahr, immer mal wieder so einzelne Produkte mir geholt hatte, auch mal eine größere Bestellung getätigt habe, dann wieder viel zurückgeschickt habe oder sogar alles zurückgeschickt habe, weil es nicht gepasst hat, weil es nicht so gestimmt hat oder nicht so war, wie ich mir vorgestellt hatte, war das eben so doof. Also wenn man da immer nur so ein einzelnes Produkt hat oder nur ein Shirt oder sowas, dann macht man kein Haul-Video dazu. Das ist irgendwie doof. Und deswegen dachte ich mir, ja, mach mal jetzt, wo ich so ein paar Sachen zusammen habe, ein paar mehr trifft es eher genau, ne? Da kann man das ja ruhig machen. Ich habe nicht alle Artikel mehr da. Also ein Pulli, ein Kapuzenpulli habe ich auf jeden Fall irgendwie nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich den noch bei meinen Eltern. Das ist so wirklich ein Traum von einem Kapuzenpulli. So stelle ich mir das vor, halt schwarz. Vorne drauf ein schwarzes Einhorn. Ich denke, ich werde es vielleicht nochmal einfach hier so einblenden. Kann ich ja mal ein Foto raussuchen. Ich liebe diesen Pulli, der ist perfekt für mich geschnitten. Ich glaube, ich habe den in M genommen, Frauenpulli und so. Sau geil. Und dann war der halt runtergesetzt und da habe ich meine Bonuspunkte benutzt, um den zu kaufen. Ja, dann habe ich mir aber auch noch andere Sachen geholt. Unter anderem habe ich mir drei Hosen gekauft. Das eine ist so ein, ja, mit Schlag, so ein bisschen weiter hier oben, beziehungsweise unten. Das ist vom EMP eine und was ich halt geil finde, ist halt hier hinten zum Beispiel so Details wie mit dem EMP-Logo und auch hier vorne. Und die ist wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist die Grace in Schwarz. Ich habe jetzt die in einer Größe, die ich nicht ablesen kann, weil es nicht drin steht. Was? Doch, 28. Ich habe keine Ahnung, was für eine Größe das ist. Ich habe meistens 40er Hosen, 38 bis 40. Das ist immer so die Schwierigkeit. Ich habe sie mir in 38 geholt, muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, ich hätte sie mir lieber in 27 holen sollen, weil sie nach einer Weile einfach alle so von diesem weichen Stoff, die sind sehr, sehr dünn, so ein bisschen ausleiern. Und ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht wäre 27 besser gewesen. Deswegen, ich probiere sie jetzt noch eine Weile aus. Wenn ich merke, dass das schlabbert ständig, weil die ist halt wirklich auch durchs Waschen so ein bisschen weiter geworden. Normalerweise werden die ja enger, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind alle weiter geworden. Weil ich die auch dann nicht in den Trockner packe oder so. Vielleicht kann ich sie noch zurückschicken. Ich habe ja so 100 Tage Retour, da geht das noch. Ich habe ja noch die Sachen aufgehoben. Finde ich halt ein bisschen schade. Ja, die finde ich halt ideal fürs Frühjahr, weil es ja jetzt auch schon relativ warm geworden ist. Und ich mir jedes Mal denke, da unten liegt noch mein ganzes Zeug von den anderen Videos, die ich heute gedreht habe. Yay. Da habe ich mir halt gedacht, okay, so fürs Frühjahr so ein bisschen dünnere Hosenstoff, denn davon habe ich echt wenig. Deswegen habe ich mir gleich drei ausgesucht. Dann habe ich einmal Camouflage und einmal Schwarz, so Slim Fit von 4play. Ich glaube, das ist die gleiche ja, Schnittform, das gleiche Modell. Und ich stehe ja so auf Camouflage-Hosen, diesen allgemeinen Muster. Aber vor allen Dingen dieses dunkle Camouflage, das sieht immer so fett aus. 28, ich glaube, das dürfte auch 40 sein oder sowas um den Dreh. Aber auch hier wieder das Problem, obwohl die slim ist, erst sitzt sie und dann wird sie nach kurzer Zeit relativ lose. Und das ist ja auch nicht so ein Zweck der Sache gewesen. Die Beine waren runtergesetzt, jeweils für 31 Euro noch. Und da sage ich so, 30 Euro ist auch ein guter Preis für eine Hose. Auch sehr, sehr dünner Stoff und gefallen mir unheimlich gut, wenn sie nicht nach einer Zeit lockerer werden würden. Also da muss ich nochmal gucken. Vielleicht muss man wirklich mal eine Nummer kleiner nehmen. Aber ich habe immer Angst, dass es dann so mein Speck an der Hüfte einschneidet und dann so rausquillt. Und das sieht ja nicht schön aus. Ich mag das, wenn das alles halt sitzt. Aber wenn es dann so weich ist und runterrutscht und dann hat man so, wo der Popo ist, ich habe ja nicht wenig Popo, ich habe auch nicht zu viel, finde ich persönlich. Aber dann rutscht das so den Po runter, weil es so locker ist und dann sieht es nicht mehr knackig aus. Und ich hasse es, Gürtel zu tragen. Auch wenn ich einige Gürtel habe. Ich weiß nicht. Ja. Egal. Dann habe ich mir noch das hier mitgenommen. Vor kurzem, das gab es runtergesetzt. Ich glaube, vorher hat es mal 20 Euro gekostet, war auf meinem Wunschzettel auch definitiv drauf. Das hier, das ich, oh, das sieht so cool aus in der Kamera.
Ja, Nightmare Before Christmas, Jacks Gesicht in Blau leuchtend. Und ich finde das einfach total schön. Es ist sehr dünn auch wieder vom Stoff her, was ich so semi-gut finde. Aber im Moment ist echt so warm. Ich habe total schnell geschwitzt heute. Krass, wirklich krass. Naja, das ist eigentlich ganz praktisch. Ich habe mir das in M geholt. Das heißt, es ist ein bisschen lockerer, ist ein bisschen weiter an den Tagen, wo ich mal so ein bisschen, ja, nicht unbedingt super sexy Outfit anhaben möchte, sondern einfach bequem und irgendwie mir gefallen, dann ziehe ich sowas an. Für 15 Euro fand ich das absolut in Ordnung. So, jetzt bin ich aber ein bisschen näher gekommen. Das habe ich mir auch noch geholt. Das war auch runtergesetzt. Das ist ein Hypercore-Shirt. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht mal in einem Haul hatte, aber ich liebe das. Und das Schöne einfach ist, dass das hier an der Hüfte, ich bin ja so ein bisschen kleiner, ich habe Kleidergröße, also so Kurzgrößen. Bin nur 1,60 m und mein Oberkörper ist kürzer als meine Beine. Das heißt, gerade beim Oberkörper brauche ich eher die Kurzgröße als bei der Unterseite. Naja, und ich finde, dass dieses Hypercore-Shirt wirklich so kurzgrößenmäßig super geschnitten ist. Also es ist nicht zu lang. Es geht nicht irgendwie halb über den Popo noch drüber, wie die meisten anderen Shirts. Das finde ich halt ganz, ganz toll bei dem. Und der Stoff ist relativ warm und kuschelig, also nicht zu dünn. Fällt mir sehr gut. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsshirts inzwischen. Habe ich für 17 Euro, also für 16,99 € gekriegt. Das war von irgendwie 20 Euro mal runtergesetzt. Sau cool. Da waren auch noch die anderen runtergesetzt, die im Shop waren. Aber ja, rosa und hellgrau oder weiß war es, glaube ich. Ja, steht mir nicht so optimal. Hellgrau hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich noch genommen. Und dann habe ich ein Shirt mir vor kurzem geholt. Oh mein Gott, ich freue mich darauf, wenn es richtig schön warm ist, weil ich das jetzt schon abgöttisch liebe und ich überlege, ob ich mir ein zweites kaufen soll, was total Schwachsinn ist. Aber ich überlege wirklich, mir ein zweites davon zu kaufen. Und zwar ist das so eins, was so hier oben so ein Rundkragengedöns, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, hat. Und dann insgesamt mehr so loose fällt, so Tunika-mäßig. So, das erkennt man jetzt super. Ich habe jetzt mal was drunter gemacht, dass man das sehen kann. Das ist halt so richtig schön gestickt und halt so halb transparent. Ein Schädel hinten drauf. Und das, also am Rücken ist der vorne, wäre es mir ein bisschen zu krass. Wunderschön. Da muss man halt nur den richtigen BH drunter tragen. Denn normalerweise hat dann der Totenkopf ein Stirnband, wenn man stinknormalen BH drunter trägt. Ich habe eins mit so überkreuz transparenten Bändeln, die dann auch so den Rücken freilassen, egal. Dazu kann ich das auf jeden Fall anziehen. Und ich liebe das jetzt schon, weil es so ein absolut total lockeres, fallendes Teil ist und der Stoff toll ist und oh, dieser Totenkopf hinten drauf einfach die Bombe ist, ohne Spaß. 24,99 € hat das gekostet. Ich glaube, ich brauche kaum Preise einblenden, weil ich die meisten noch im Kopf habe. Und dann habe ich es mir noch geholt. Zwei Sachen, die auch auf meiner Wunschliste waren. Zum einen, es ist ein Männerpullover. Und ja, der ist mir zu groß, denn es gab diesen Männerpullover leider nicht in S. Der hier von Spiral Werewolf. Hammerhart. Das ist vorne drauf. Und ich liebe den. Seitdem ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ich muss den haben. Ich muss den haben. Ich glaube, der kostete vorher 40 Euro, also voll cool mit dem Werwolf. Und ich bin ja so ein riesen Werwolf-Fan. Ich liebe den. Und er hat irgendwie voll 30 gekostet, dann war auf 20 runtergesetzt. Ich so, ich muss bestellen. Er ist so toll. Und er ist halt ganz groß, also für mich definitiv zu groß. Das sieht man auch. Das sieht halt so aus, als hätte ich von meinem Freund den Kapuzenpulli angezogen, so nach dem Motto. Aber das macht mir nichts. Ich finde den ganz, ganz toll. Und wofür ich das auch cool finde, ist vor allen Dingen, wenn man dann, wenn es wärmer ist, draußen mal abends noch länger sitzt und man hat noch so einen Pulli dabei und den kann man dann so überziehen und sich kuschelig machen. Dafür liebe ich das und ich weiß nicht, der macht schon was her und ich würde das auch so im Winter, würde ich das als Jacke quasi tragen, unten drunter was Dickeres und so. Ja, voll cool. Also ich habe mich so gefreut, den für 20 Euro zu kriegen. Ich weiß, ich stehe auf komische Sachen für die meisten Leute. Und dann etwas, was schon seit 2 Jahren fast auf, also ich glaube, so lange gibt es den Artikel schon im Shop, seit 2 Jahren auf meiner Wunschliste habe.
Und zwar ist das hier eine Wendejacke von Killer Panda. Auf der einen Seite habt ihr ganz viele Bärchenmotive und total süß gemacht und habt hier vorne so wie bei den Sweater-Kapuzendingern vorne direkt die Eingriffe. Das sieht man halt natürlich jetzt ganz schlecht, weil da überall das drauf ist. Aber wie gesagt, das ist auch eine Wendejacke. Und ich sage einfach mal so, 35 € ist auf jeden Fall für eine Wendejacke cool. Aber noch viel cooler ist eben, dass die Öhrchen hat. Und ja, ich weiß, ich stehe da auf so ganz komische Sachen. Das ist die andere Seite. Und in die Seite habe ich mich verliebt. Denn der macht halt so, komm her und lass dich knuddeln. Ja, sieht dabei ganz fiese aus. Und gefällt mir einfach so gut. Da sind die Taschen so mehr seitlich angebracht. Und was auch sehr, sehr cool ist, ist eben, dass auf der Ärmelseite unten dran, also wenn man das so anhat, hat man das quasi hier so eine Panda-Foto. Und hier ist so ein Daumenteil. Also hier ist dann der Daumen drin. Ich fand es einfach zu süß. Also ich muss es auch unbedingt haben. Und das wusste ich gar nicht mit dem Daumen, dass man die so dadurch stecken kann. Und dann habe ich mich noch mehr gefreut. Und hier. Das macht mich glücklich. Definitiv. Das ist was, was mich glücklich macht. Und dann habe ich noch was anderes gekauft, was ich sau geil finde. Ich liebe ja Korsetts und ich liebe vor allem so auch, ja, wobei das ist unterschiedlich. Also ich mag so Steampunk-mäßige Sachen unheimlich gern, aber ich hatte auch schon mal früher ein Lackkorsett gehabt. Und es hat mir irgendwann mal nicht mehr gepasst, weil ich damals extrem abgenommen hatte und irgendwie 51 Kilo nur noch gewogen habe und inzwischen wieder 60 Kilo habe. Also es passte dann irgendwann nicht mehr und dann habe ich das weggegeben. Und dann war das, was ich auf meiner Wunschliste hatte, reduziert auf, ich glaube, 40 € vorher hat es 50 oder sowas gekostet, so um den Dreh. Ich müsste nochmal nachgucken. Kann jetzt nicht zu 100% sagen. Das ist das hier. Und man sieht, dass es halt ein Unterbrustkorsett ist. Ich kann euch auch einfach nur mal die Links setzen zu den Sachen, die es noch gibt. Und ich habe mir das in S und in M bestellt, weil ich früher eigentlich immer S genommen habe, weil ich schon hier oben gerade extrem schmal bin. Also da habe ich überhaupt nicht zu viel Fett oder sowas. Das fängt dann nur noch weiter unten hin an, dass ich da ein bisschen rundlicher bin und weicher gestaltet bin. Und meine Hüfte ist auch ein bisschen breiter. Also war das immer so eine Schwierigkeit. Und dadurch, dass mein Oberkörper halt so kurz ist, war das Problem mit S, dass das auf viel zu schnell auf meine Hüfte quasi aufgesetzt hat und dadurch unbequem geworden ist. Ja, deswegen, ne? Habe ich M genommen dann schlussendlich. Also S habe ich auch zugekriegt und hätte ich auch schnüren können. Und hätte ich das geschnürt, hätte ich dann kaum noch Luft gekriegt. Ja. Deswegen habe ich mir M geholt, weil ich persönlich zwar Korsetts liebe, die aber nicht super eng schnüre. Ich bin nicht einer von den Typen, die sagen, mach das bis. Also ich lasse schon mal auch manchmal ein bisschen enger schnüren, aber halt nicht so extrem. Es gibt ja Leute, die es wirklich extrem eng geschnürt haben wollen. Und das will ich nicht, weil sonst werde ich ohnmächtig. Ist einfach so. Und darauf habe ich keinen Bock. Und M saß wirklich perfekt. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, weil es hier so einen Reißverschluss hat. Und zusätzlich hat es hinten eine Blende. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass diese Korsett bei der Verschnürung, Korsettsachen immer eine Blende haben. Erstens rubbelt es weniger, zweitens quetscht da weniger Speck raus und drittens sieht das schöner einfach aus. Ja, und das habe ich mir auch noch gekauft. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist was. Das kann man halt auf viele Sachen kombinieren. Deswegen finde ich Korsetts eigentlich gerade die Unterbrustkorsetts die dankbarsten Objekte. Und es ist einfach nur geil. Das ist wirklich geil. Das hat mir so gut gefallen. Ich muss es haben. Sag ich bei allen Sachen, oder? Ich habe das gesehen, das war runtergesetzt und ich habe gedacht, oh, wie geil, wie cool. Also es war jetzt nicht auf meiner Wunschliste, aber ich habe das halt so im Shop gesehen und dachte mir, boah, das muss ich unbedingt haben und boah, ich muss das unbedingt haben, macht ihr schon so mit? Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Kennt ihr Adventure Time? Ja, ich fand den auf jeden Fall ziemlich cool. Ich weiß, das ist ein bisschen ein durchgeknalltes Video heute. Aber das musst du denn kaufen. Das ist ein Rucksack. Wobei ich sagen muss, er wird eher missbraucht als Kuscheltier. Ja,
Ich finde auf jeden Fall total cool mit diesen Beinen. Die Beine. Ihr müsst, weil hier das Schwänzchen kann man auch nur unten durchsehen. Das sieht gerade falsch aus. Bedecke deine Klöße, mein Lieber. Der hat nur noch 25 Euro vor 30 gekostet. Jo, schaut der Gute vom Nahen aus? Nein, ja. Ja. Finde ich immer noch lustig. Ja. War halt der letzte, musste ich haben. Ich weiß, das braucht kein Mensch, aber ich muss ihn einfach haben. Punkt. So. Jetzt kuschel ich erstmal eine Runde mit ihm und überlege mir, was ich mir zu essen mache. Ich versuche halt alles einzublenden, soweit ich Fotos habe. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sachen findet. Was würdet ihr euch selber holen? Und dann schaut's hin. Sagen wir Sayonara.